Die Stadt Gemünden am Main lohnt sich für Wohnmobilisten für ein Wochenende immer wieder. Warum, erkläre ich in dem nachfolgenden Video. Der Wohnmobilstellplatz Gemünden besteht aus zwei Plätzen, die nur wenige hundert Meter auseinander liegen. Von Oktober bis einschließlich März sind diese Stellplätze kostenfrei. Die restliche Zeit kosten sie 5 Euro die Nacht, inklusive Ver- und Entsorgung. Maximal sind 2 Übernachtungen möglich. Bezahlt wird an der Campingplatzkasse. Zur Innenstadt sind es gerade mal 5 Minuten. Auch die Scherenburg ist schnell erreicht. Im Innenhof der Burgruine finden jährlich im Juli und August die Scherenburg-Festspiele statt. Von Gemünden aus lädt ein dichtes 170 Kilometer langes Wanderwegenetz zur aktiven Erholung ein. Und für alle, die gerne Rad fahren, radeln kann man auf dem Mainradweg, dem Saale, dem Sinn und dem Wernradweg. Für Abwechslung ist also gesorgt. Bei unserem letzten Besuch im März 2019 wurden unsere Radlaktivitäten allerdings durch Hochwasser etwas eingebremst. Hier gab es kein Durchkommen. In den Sommermonaten gibt es auch einen Bootsverleih auf der Fränkischen Saale, direkt am Campingplatz. Für die meisten nicht ganz unwichtig, das gastronomische Angebot in Gemünden kann sich auch sehen lassen. Von gut bürgerlich über asiatisch bis italienisch, für jeden ist etwas dabei. Unser Fazit: Das Städtchen Gemünden am Main ist auf jeden Fall das eine oder andere Wochenende wert, besucht zu werden.